Jo Leute, in diesem Guide zeige ich euch, wie ihr den Turm im Papellhochland freischalten könnt. Also, ich bin da angekommen, hab ihn gesehen, bin hingelaufen und merke, er ist kaputt, er funktioniert nicht. Also hier ist kein Strom oder so, keine Ahnung, irgendwas ist da faul. Also, wie man ihn freischalten kann, ist eigentlich ganz einfach. Ihr seht erstmal auf der Karte, wo er sich überhaupt befindet, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Da seht ihr ihn, Turm im Papellhochland. Lauft einfach jetzt mal hinter den Turm. Und wir müssen ganz nach unten, denn dort ist eine Höhle. Und da haben wir auch nicht sehr viel zu tun. Das geht ganz schnell, was wir hier machen. Wir springen hier jetzt runter. Also wir gleiten runter, weil springen bringt uns wahrscheinlich um. Und dann ist hier rechts eine Höhle. Da kommen Fledermäuse raus. Wir gehen rein. Ausgrabung Papellhochland. Und geradeaus finden wir einen Schalter, auf den wir steigen. Und gegenüber ist ein Gitter, das sich dann öffnet. So, hier ist dieser Schalter. Und wenn er sich öffnet, dann finden wir Kopf da. Mit dem müssen wir reden. Und er gibt uns auch noch Geld. Und anschließend haben wir ja das meiste schon erledigt. Wir müssen jetzt einfach nur noch Deckensprung an der Decke hier oben benutzen. Und dann werden wir schon zum Turm gelangen. Und dann macht ihr das, was ihr immer mit solchen Türmen macht. Also ihr untersucht das Ganze hier. Und dann könnt ihr euch hochkatapultieren lassen, um die Karte freizuschalten. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, der Guide hat euch gefallen und geholfen. Und falls ja, lasst mir gerne ein bisschen Liebe in Form von Kommentar, Like oder Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Guide. Haut rein und bis bald. Bye, bye.